Ja, liebe YouTube-Freunde, jetzt bin ich da bei der MFK. Das ist eine mobile Prüfstation, die hier in Lissach ist. Ich denke, ich weiß gar nicht. Diese mobile Prüfstation ist ein Tag hier in Lissach und sehr praktisch. Ich muss nicht weit fahren, um meinen Traktor vorzuführen. Ja, und da vorne wird gerade eine Spritze geprüft. Die ist auf 40 km/h eingelöst. Amazone. Auf dem Gelände der Lorenz-Nutzfahrzeuge. Licht, jawohl, links, links, rechts, ja, bremsen, jawohl. Ja, der Druck der Bremsen wird da geprüft. Und ich habe ja EU- und Schweizer Bremse drauf. Probefahrt des Experten. Ja, in diesem mobilen Auto können Sie da Daten aufbereiten für unseren 311er, und wir nehmen auch die Gelegenheit wahr, den Fahrzeugausweis umzuschreiben. Er lautet ja noch auf mich, aber der 311er gehört bereits meinem Sohn. Da wird der Fahrzeugausweis umgeschrieben, Versicherung, alles, Kontrollschild bleibt da gleich. Das Kontrollschild. Was mir am meisten gefällt an unseren Kontrollschildern, da steht kein EU-Zeichen drauf. Es ist Kanton Bern und fertig. Und warum wohl? Weil der Bauerhaus ist froh, ist nicht in der EU zu sein. Ich glaube, das wäre unser Ruin in der Schweiz. Und da im mobilen Prüfauto dauert es und dauert es, bis da die Daten eingegeben sind. Echt, ist da wohl ein Problem? Dauert so lange, bis er da die Dokumente ausgehüllt hat. Ja, bereits 10:45. Eine Dreiviertelstunde habe ich da benötigt mit Hinfahrt und Rückfahrt und Kontrolle. Ja, ich weiß jetzt auch, warum es ein bisschen gedauert hat. Diese ganze Prüferei, der Papierkram hat gedauert. Ich denke, er musste online das rückfragen, was da alles erlaubt ist und was nicht. Ich zeige euch das. Zuerst ein Formular-Kontrollschild-Übertragung. Läuft dann auf meinem Sohn. Dann das Prüfprotokoll, das ist ja noch normal. Dann der Fahrzeugausweis. Hier sieht man, dass ich den jetzt zum dritten Mal geprüft habe. 09, 15 und 21. Und neu wird eingetragen in diesem Fahrzeugausweis: Anhängerlast ungebremst, mit Auflaufbremse, Anhängerlast an der Bolzenkupplung, 26,5 Tonnen, Stützlast 2 Tonnen, Anhängelast K80, auch genau gleich 26.500. Und leider die Stützlast auch nur 2000 Kilo. Und zulässig Achslasten vorne 3,5 Tonnen, hinten 6,5 Tonnen. Ja, und wenn du da in eine Kontrolle kommst, einen schweren Wagen angehängt, ist alles schön dokumentiert auf dem Papier. Sie können gerade sofort feststellen, wann du überladen hast.
Und das geht dann auch ziemlich schnell, denke ich. Ja, schade, dass die K80 nicht 3 Tonnen bekommen hat. Und das Argument war, der Bock hinten ist nur für 2000 Kilo geprüft, darum kann die K80 nicht mehr haben. Beim 714er habe ich 3 Tonnen Stützlast, oder 3,5 sogar. Jawohl, es ist wieder geprüft für die nächsten 5 Jahre Ruhe. Ja, liebe Freunde, was seht ihr, was ihr noch nie gesehen habt? Mein Samuel Leopard, der hat noch Doppelräder. Gleich grosse Winnen, Max Spurbreite 3 Meter. Etwa 1984 gekauft. Jetzt montiere ich die. Ich will da im Blumenfeld mit der Prismenwalze das gepflügte Walzen. Und auch diese Räder brauchen Kraft zum Montieren mit dem Schnellverschluss. Aber das muss alles passen. Ist kein Ring, sondern muss genau passen. Ja, der Same war 1983 der große Schlepper. Und ich hatte auch vorne Doppelräder. Also ich denke, die hinteren haben wir vielleicht 84 gekauft und die vorderen dann noch 1-2 Jahre später. Und so habe ich dann immer gesät. Mit Sämaschine Kreiselecke Direktsaat schon 1984. Und das hat den Same gebraucht. Jawohl. Er war immer an der Belastungsgrenze. Und das Problem war, die Servolenkung ist schwach und mit dem Doppelrad musste ich immer den Allrad ausschalten zum Wenden, sonst ging es nicht. Gut, montiert. Sieht nicht schlecht aus. Luftkontrolle, Luftdruck. Das waren noch Zeiten der Bauerhausi mit dem Same auf dem Acker. Viele Jahre her. Und es steht immer noch da, der Same. Leopard. Aha. Walze macht doch gute Arbeit. Und fertig gewalzt. Ab nach Hause. Gut aus. Die lasse ich noch ein bisschen drauf. Nur weil es gut aussieht. Und hier der krasse Unterschied.